Okay, es geht weiter, Leute, mit Kapitel 21. Blutsbande. Eliwood reist nach Westen, um Uta, den Marquis von Ossitia, zu treffen. Sie durchqueren Laos und setzen die Reise durch zwei weitere Territorien fort. Nach einiger Zeit erreichen sie eine Festung, die Tria und Ossitia voneinander trennt. Okay. Kapitel 21. Im nächsten Kapitel gibt es wieder ein Kapitel, also Bonuskapitel, das man machen kann, das muss ich noch freischalten. Aber das wird ein bisschen tricky, aber das zeige ich euch. Jafar, Ursula, Lloyd, Linus, das sind alle nicht, wahr? Wenn ich euch die Vorfängs habe, brauche ich sonst niemanden. Ich brauche euch, um einen Mann zu eliminieren, dessen Leben das meine unerträglich macht. Sein Name ist Eliwood, ein Edelmann aus Ferre. Ferre befindet sich in Lycia, nicht wahr? So ist es. Aber er ist kein einfacher Landgraf. Er hat Freunde. Ich nicht. Aha, aha. Andere Edelleute aus Lycia. Wäre jeder auf sich allein gestellt, hätten sie keine Chance gegen euch. Doch Sorglosigkeit hat schon immer den Tod willkommen geheißen. Begeht nicht diesen Fehler. Lloyd, Linus, ich habe auch Arbeit für euch. Die Gebrüder Reed, verstanden? Erlaubt mir eine Frage. Sind dies die Befehle unseres Befehle des Oberhauptes der Black Fang? Hehe, ja, sicher doch. Ist es nicht so, mein Lieber? Oh ja. Seht ihr? Seid ihr zufrieden? Entfernt Eliwood. Eure Befehle kommen direkt vom Oberhaupt der Black Fang, Brandon Reed. Als Mitglieder dieser Gruppe werdet ihr die Befehle befolgen, nicht wahr? Oder lässt dich die Furcht von deinem Gehen etwa erstarren, Lloyd? Sonja, wie könnt ihr es wagen mit meinem Bruder in solcher Art? Linus, schon gut. Sonja, es besteht kein Grund, von euch gescholten zu werden. Unter unserem Vater sind wir diejenigen, die das Gesetz der Fängen ausführen. Wenn Eliwood von übler Gesinnung ist, besteht kein Grund zu zögern. Die Fängen lassen niemanden entkommen. Wir, die Gebrüder Reed, führen das Gesetz der Fang aus. Ursula, Jaffa, habt ihr eure Befehle verstanden? Sobald ihr das Ziel gefunden habt, werdet ihr es sofort eliminieren. Es wird geschehen, wie es wünscht, Lady Sonja. Alles soll nach eurem Willen erfolgen. Ich habe meine Befehle erhalten, ich werde meine Pflicht erfüllen. Der Name eures Zieles lautet Eliwood, Edelmann aus Ferre. Bringt ihn zu Fall, bei der Ehre des Black Fang. Okay. Ossitia. Ich habe Nachrichten von meinem Bruder erhalten. Er befindet sich bereits auf dem Weg hierher. Wir sollen auf ihn warten. Lord Uta persönlich wird zu uns kommen. Es scheint so. Ich habe euch dies bereits zuvor gesagt, aber Schloss Ossitia, ganz zu schweigen von der Stadt selbst, wurde von zahllosen fremdländischen Spionen infiltriert. Mein Hals tut weh. Ich nehme an, dass er glaubt, hier könnte man freier sprechen. Aber erregt denn das Verlassen von Schloss Ossitia nicht noch mehr Aufmerksamkeit? Er ist im Geheimen unterwegs und nur sehr wenige Begleiter folgen ihm. In solcherlei Dingen ist er sehr gewandt. Es besteht kein Grund zur Sorge. Wie überaus ungewöhnlich. Das muss in der Familie liegen. Und was genau hat das jetzt zu bedeuten? Nichts. Ich freue mich nur sehr darauf, ihn kennenzulernen. Manchmal regt mich Lindis auf diese Bitch, aber nur manchmal. Nils, bist du in Ordnung? Du scheinst abwesend zu sein. Es geht mir gut, ich bin nur ein bisschen müde. Wenn wir nur eine Nacht lang Ruhe finden, wird es besser. Nein! Nils! Nils! What happened, Nils? Nils, geht es dir gut? Nils, öffne deine Augen! Ninian, beruhige dich! Ah, ich... Bring mir ins Hinterzimmer und ruft nach einem Heiler. Ihr dürft ihn nicht bewegen. Wie? Ninian? Bitte verzeiht. Bitte, glaubt mir, bewegt ihn nicht. Aber, bitte. Tun wir, wie Ninian es verlangt. Sie hat sicher ihre Gründe. Bitte, nur eine Nacht der Ruhe. Dann ist alles wieder in Ordnung. Wenn es ihm danach wieder besser geht, meinetwegen. Was immer ihr auch tut, bewegt ihn nicht. Ich werde die anderen informieren. Lord Hector. Entschuldigt, mein Verhalten. Mach dir keine Gedanken deswegen. Fuck, hier sollen sich also die Edelmann aus Ferre und seine Freunde aufhalten? Ja, Kommandant
Eubans? Sehr gut, Heath. Deine Einheit wird von der Westseite der Festung aus angreifen. Deine Mission ist es, der gesamten Gruppe ein Ende zu bereiten. Begehe keine Fehler. Meint ihr das ernst? Magis Laos hat uns aufgegeben und uns verschwunden. Wir haben keinen Grund, diese Gruppe anzugreifen. Wir antworten auf den Ruf von Marquis Laos und wir werden unsere Pflicht ehrenhaft erfüllen. Außerdem können wir nicht länger mehr in Lysia verweilen. Wir haben gegen Ossite aufbegehrt und unsere gesamte Söldnerstreitmacht wird gejagt. Wenn wir uns ihre Köpfe holen, können wir den Blackfang in Viran bereitreden. Ich bin gegen diesen Plan. Unter ihnen befinden sich noch auch noch Frauen und Kinder. Was ihr von uns verlangt, ist etwas, das kein Ritter, das kein Mann begehen könnte, ohne Schande auf sie zu laden. Hör mir gut zu, Heath. Du bist ein gut gesuchter Mann, ein Flüchtling aus Biran. Wie wäre es, wenn wir dich Birans Weibernrittern zu Fraßwürfe vorwerfen? Vielleicht werden wir zur Belohnung sogar in den Ritterstand erhoben. Da wir ehrliche Arbeit vollbracht haben. Ach ja, den Charakter kriegen wir in unserer Truppe. Aha, das dachte ich mir. Jeden geht es letztendlich nur um seine eigene Haut. Und jetzt stelle deine Einheit zusammen. Wir greifen an. Ich habe gerade einen Wyvern-Ritter gesehen. Sir, wir werden angegriffen. Der Feind steht am Osttor. Er ist schon im Inneren. Verdammt, ausgerechnet jetzt zeigen sie sich. Wir können Nils nicht transportieren. Versuchen wir, sie fernzuhalten. Beschützen Nils. Lasst sie nicht an ihn heran. Okay, was sagt der Schicksal? Endlich sind wir in der Stadt und ich bekomme kein Bett. Oh, mein Arm. Oh, mein Hals. Jemand ist krank. Ein Kollaps. Diese Person kann sich nicht bewegen. Ach, wirklich. Doch Krankheit wird die Hand des Feindes nicht zur Ruhe rufen. Beschütze ihn, Min und Lichtrunen können ihn den Weg versperren. Ah, ich sehe auch ein Treffen. Ein Himmelsritter, sein Herz ist erfüllt von Gerechtigkeit. Er mag auf einen eurer Anführer hören. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Okay, Karte prüfen. Wo habe ich denn Probleme hier? Verdammt. Ein Dieb ist das. Okay. Gibt's noch weitere Truhen hier? Wo ist Heath? Wo ist der Typ? What the fuck? Er hat Ritterwappen? Türschlüssel, Dietrich, Hammer, Nosferatu, Donner. Okay, aber wo ist Heath? Verdammte Scheiße nochmal. Okay, Einheit wählen. Die Waven bleibt drin. Florina geht raus. Markus bleibt. Sarah geht raus. Priscilla ist drin. Ich kann sehr viele Leute mitnehmen, merke ich gerade. Ninja nehme ich mit. Zum Leveln. Sein nehme ich mit. Leitstern. Mehr viel brauche ich. Batre kann weg. Will kann weg. Laun, Lucius, kann. Lucius kann mitkommen. Kent kann raus. Er kann rein. Die müssen noch ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Okay. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Los geht's mal. Erreicht Level 14. Yep, will ich. Hallo? Ihr seid Schoko, richtig? Lord Elibot hat mir viel über euch erzählt. Ich bin ein Ritter im Dienstehaus Ferris. Mein Name ist Isadora. Ich unterstehe eurem Befehl. Bitte instruiert mit. Instruiert mich, okay. So.
So, warten. Mein Hals tut weh, das ist heftig. Angriff. Oh so, er kann weit. Tot. Ich wusste gar nicht, dass er sowas kann. Guter Isadora, guter Isadora. Warten hier mal da. So. Warte mal. So. Wieso tut man Hals so weh, Mann? Meine Fresse nochmal, das tut. Das regt mich gerade richtig auf. Nein. Tanzen. Hollywood. Weil er jemanden ansprechen muss. Sehr wichtiges. Der links ist. Also der. Der Heath ist hier. Ich hoffe nur, dass er ihn nicht angreift. Sonst habe ich eine Arschkarte, aber richtige. Hectorlein, du kommst auch mal hierher und wartest. Okay, er greift nicht an. Gut, gut, gut. Verdammte Mistgeburt, er hat mich vergiftet. Okay. Hat dauert so eine verdammte Fick. Fickdack, ich meine Giftachs. War hat er zum Glück nicht. Okay. Nicht getroffen, greift der Doppeldarm. Gucken wir mal. Und hier. Okay, Isadora habe ich mir zu Herzen genommen. Der ist einer meiner Lieblingsspieler jetzt. Du hältst Ritterwappen. Gut, gut, gut. Trifft er mich? Nein, trifft er nicht. Okay, Guy wird sich gleich. Er wird sich gleich um die kümmern. Er wird die gleich auseinandernehmen, aber richtig. Aber dieser fucking Schütze ist da, der geht gleich zur Ballista. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich wusste es doch. Boah, Glück gehabt, du elender Hundebock. Ich greife doppelt an. Okay. Priscilla wird mich gleich heilen. Oh nein. Jetzt bist du tot. Okay, du bist nicht tot. Er ist ausgewichen. Aber gleich ist er irgendwie tot. Lord Hector, wir sind eure Verstärkung. Wir sind nur eine kleine Gruppe und unter uns befinden sich auch Söldner. Graf von Sakai übernimmt das Kommando über die Söldner. Verstanden. Hört mich an. Wir sind hier, um Lord Hector, Lord Eliwood und Lady Lindas zu schützen. Lynn? Du hast richtig gehört, Hector. Wie heißt er nochmal? Du gehst hier hin. Und holst deinen Kumpel wieder da raus. Und bringen wir ihn gleich um, mal gleich. Mein Deutsch ist auch heute dermaßen beschissen. Okay. Er wird sich gleich um die ganze Truppe hier kümmern. Du kümmerst dich um den hier. Diese Sackfratze. Und tot. Okay. Okay. Ich hoffe wirklich nur, dass er
niemanden umbringt. Okay, du kommst auch hier irgendwo hin. Ah, scheiße, wurde gerade in Facebook angeschrieben. Nicht gut. So. Weißt du was? Wir machen dann gleich so. Verdammt, das war ein Riesenfehler. Das war ein fucking Riesenfehler. Warte, warte, ich kann das noch retten. Ich kann das noch retten. Ich habe vergessen, dass der Hurensohn einen Weibernritter hat. Okay. Level up. Gut, gut, gut. Okay. Du rettest sie. Und haust hier ab. Und er ist gleich tot. Und er ist gestorben. Mega Platz für mich. Oh nein, er greift ihn an. Glück gehabt, boah. Und tot? Knapp, aber jetzt tot. Ich glaube, ich besiege noch den Boss hier und dann ist die Sache geklärt. Scheiße. Ich habe so viel Glück, meine Fresse. Wegen dir, Dummkopf, habe ich jetzt nie... Du scheiß NPC, verschwinde mal. Herr Markus, leide ein bisschen nur. Reden mit Tief. Untersteht diese Gruppe eurem Kommando? Wer seid ihr? Ich bin Heath, ein Weibernritter, der als Söldner Eubans dient. Ich möchte mich ergeben. Ergeben? Warum? Es ist nicht mein Wunsch, Frauen und Kindern Leids anzutun. Ich bin ein Soldat, aber ich versuche auch, ein Mensch zu bleiben. Ich verstehe. Aber wie ihr wisst, werden wir gerade angegriffen. Es wird nicht einfach sein, für eure Sicherheit zu garantieren. Nein, das ist schon in Ordnung. Ich werde an eurer Seite kämpfen. Aber ich werde Commander Eubans aufhalten, wenn der rechte Moment gekommen ist. Hiermit mit einer Lanze. Und er gehört zu mir. Okay, Items mäßig haben die jetzt nichts mehr, oder? Ich habe jetzt alles, was ich unbedingt brauche. Die Truhen hole ich mir gleich. Du redest mal kurz mit Raf. Ihr werdet also schon wieder gejagt, nicht wahr, Lin? Von den Locker? Raf von den Controller. Guter Zeitpunkt, was bringt euch hierher? Nachdem sich unsere Wege trennten, führte mich der Pfad des Söldners her. Ich verstehe. Ihr habt euch kein bisschen verändert. Es ist gut, euch zu sehen. Benötigt ihr meine Hilfe? Bietet ihr denn an? Ihr, wenn ihr danach verlangt? Ja, ich bitte darum, leiht uns eure Stärke. Wir sind in etwas schrecklich Gefährliches geraten. Ich verstehe. Wenn all dies vorüber ist, endet mein Dienst an diesem Ort. Brav. Und der gehört zu mir. So muss das sein. Okay. Der Markus wird gleich ein bisschen um den Boss kümmern, danach ist das auch schon erledigt. Hätte ich eine Chance gegen den? Ja, hätte ich. Ich versuch's mal. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so fähige Leute haben. Hey, ich werde trotzdem nicht verlieren. Ich lebe und atme die Luft des Krieges. Ich kann nicht besiegt werden. Meinst du?
Und Critical Hit. Und du bist weg vom Fenster. Nicht zu bedauern. Mein Leben und mein Tod sind mein allein. Und Level Up für den Sign. Eubans ist tot. Okay. Duell Speer. Kommandant Eubans ist gefallen. Oh. Blast zum Rückzug. Wir haben keinen Grund mehr zu kämpfen. Verdammt! Verdammt! Ich hab die Truhe nicht geöffnet! Verdammt! Scheiße! Verdammte Scheiße! Ich hoffe wirklich nur, dass da nicht was Wichtiges ist. Ich schau mal kurz nach. Okay, ich hab nachgeschaut. In den Truhen waren eine Kriegeraxt und 10.000 Gold. Okay, ich hab jetzt nichts was verloren. Okay, die Waffe ist schade, 10.000 Gold auch. Aber Scheiße. Verdammt! Also Bruder, du bist also doch am Leben? Du warst so lange fort, dass ich fürchtete, du hättest den Tod gefunden. Noch ein weiterer Tag. Und ich hätte die Vorbereitung für eine Trauerfeier getroffen. Bitte entschuldige, es gab viel zu tun. Ja, Lailas letzter Bericht hat viele Fragen beantwortet. Eliwood, es tut mir leid wegen Lord Albert. Ich war zu machtlos, um ihm zu helfen. Nein, ihr hättet nichts tun können. Was jetzt aber wichtig ist, wisst ihr von Nergal? Nur das, was mir berichtet wurde. Er erschien vor einem Jahr und übernahm die Kontrolle über die Black Fang. Dann verführte er Laos dazu, eine Rebellion gegen Obsidia anzuzetteln. Ich vermag es jedoch nicht, sein Ziel zu erkennen. Die Drachen, die nach der Befreiung entschwanden. Er möchte sie wieder zurückbringen. Was? Kann denn so etwas überhaupt getan werden? Ja, lasst mich erklären. Und kabums. Das nimmt selbst meinem Bruder zum Grübeln. Er war schon immer ein Anhänger schneller Entscheidungen, doch jetzt wünscht er sich mehr Zeit. Das ist noch nie zuvor geschehen. Was als einfache Rebellion begann, hat sich zu einer Bedrohung für die gesamte Menschheit ausgeweitet. Wir sahen es mit unseren eigenen Augen und trotzdem scheint alles zu unglaublich zu sein. Aber es ist alles wahr. Ja, ich frage mich, was als nächstes geschehen wird. In dem Idealfall könnten wir alle Länder vereinen und gemeinsam kämpfen. Es wäre eine Rückkehr in die Zeit der Befreiung. Aber dies alles hängt von der Existenz der Drachen selbst ab, bevor kein Drache am Himmel gesehen wird. Bezweifle ich, dass uns jemand Glauben schenkt. So ist es, und sobald die Drachen erst hier sind, wird es zu spät sein. Wir müssen dies alles jetzt beenden, und wir sind die einzigen, die genug wissen, um es auch zu vollzuführen. Genau. Okay, weiter geht's. Genau, dem stimme ich zu. Dann ist es beschlossen, kommt, lasst uns mit meinem Bruder sprechen. Shoko, Ninian, kommt ihr mit uns? Ja. Ich würde es vorziehen, diese Bürde nicht allein auf deine Schultern zu legen, und trotzdem sehe ich keine andere Lösung vor meinen Augen. Hör zu, mein Bruder. Eliwood Lindes, seid ihr entschlossen, euren Beschluss zu verwirklichen? Ja, wir sind bereit. Ich auch, ich mag es nicht, mich zurückzulehnen und darauf zu warten, dass andere zur Tat schreiten. Und ihr, Shoko, mein Bruder und seine Freunde stehen tief in eurer Schuld. Welche Rolle werdet ihr spielen? Werdet ihr ihnen helfen? Werdet ihr sie durch die nun bevorstehende Prüfung gleiten? Ich verstehe. Dann habe ich nichts mehr zu sagen. Ich werde euch unterstützen, wie ich es nur kann. Gib mir dein Geld. Ich wünsche euch allen viel Glück. Und was mit dem Mädchen, die von denen wir vorhin sprachen? Oh, Ninian. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen, Marquis Ossetia. Sowohl Ninian als auch ihr Bruder Nils besitzen besondere Kräfte. Ist das so? Dann erlaubt mir eine Frage. Weißt du, wo sich Nergal in diesem Moment aufhält? Ja, ich kann ihn fühlen. Im Osten. Er ist sehr weit weg. Im Osten? Ist Biran sein nächster Ziel? Das verheißt nichts Gutes. Biran ist ein mächtiges und streitbares Land. Wenn Nergal es umgarnt, ist es um uns geschehen. Es bleibt noch Zeit. Er ist immer noch sehr schwach. Jetzt. Wir müssen handeln. Also kann Nergal nicht auf der Stelle reagieren. Ist das richtig? Aber was können wir? Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen zu Wort nach Biran aufbrechen. Wenn die Zeit bleibt, macht Misur zu eurem Ziel. Misur? Aber das liegt in der anderen Richtung. Geht in die Wüste von Nabata. Vielleicht findet ihr dort Unterstützung. Was meint ihr damit? Geht und sucht nach der lebenden Legende. Lebende Legende? Und das sehen wir im nächsten Kapitel. Tschüss!